Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Cyberpunk hier auf der PlayStation 5 auf Trend 17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz lieben Dank auch für die Comments und Likes auf das Projekt. Und wir gehen jetzt zu Evelyn. Was ist mit Evelyn los? Kommen wir hier überhaupt irgendwie durch? Bescheid, Evelyn. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Ich bin bereit. Okay, dann mal los. Oh mein Gott. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Okay. Ey, nicht so schnell. Ich muss hier die gute Evelyn tragen. Wow, was ist mit Evelyn los? Die sah ja... Hä? Wo sind wir jetzt? Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Rauchen ist was für Poser und es stinkt. Ach, verdammt, quatsch nicht. Mach endlich eine Kippe an. Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich habe echt nur Pech. Gehen wir rein. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich genommen, um vor einer Tür zu stehen. Mission abgeschlossen. Aha. Okay. Oh, gehört das jetzt zum Spiel? Glaube ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Ja. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Setz dich. Wow, was ist das denn für ein Hightech-Labor hier? Krass. So, hier kommen wir mal. Da. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt. Kaum zu editieren. Ha, bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Okay, wir finden jetzt raus, was mit Evelyn ist wahrscheinlich. Ein cooler Brain Dance hier. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Moment, ich spur mal eben zurück. Da ist eine wichtige. Editiermodus.
Raiden, Husano. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheit. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. So, wir gehen mal ein bisschen zurück hier. Suche in der Aufnahme nach Hinweisen. Wonach? Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Leaf-Markierungen. Ich kann nichts erkennen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Da ist ein Schwabbeln. Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. So, schauen wir hier nochmal. Da kommen wir nicht weiter. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft ihr. Okay. Das haben wir gelöst. Wahrnehmungsreichweite. Ja, ich wüsste jetzt nicht, nach was wir hier noch gucken können. So, Ebene wechseln. Wonach? Jedes Stück Tag? Jedes wir Stück Tag? Und seine Nachrichten? Das Wichtigste ist, dass er keine... Das Wichtigste und, ist, dass er keinen Verdacht... Bio... Wenn das, er selbst anfängt, vom Biochip zu du reden, du drehst die Wirtu. Ich bin du, vielleicht darauf. Der Rest geht dich nichts an. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden. Mhm. Das ist schon der Hammer hier. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, nach was wir hier suchen sollen, aber hier ist auch kein Hinweis. Also bei dem Gelben ist auf jeden Fall noch ein Hinweis. Moment, wir gehen mal auf die... Da ist noch was. Okay. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Ah, wir haben was gefunden. Sauber. Okay, ich glaube, wir haben alles. Haben wir es doch gefunden. Sehr schön. Hui, gar nicht so einfach, in diesem Rätsel voller Hinweisen dann noch die Nadel im Heuhaufen zu suchen, ja. Aber macht echt Laune, so hin und zurückspulen. Ich hoffe, ist für eure Augen nicht allzu belastend. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was, wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Okay, noch ein Braindance. Konnten wir jetzt auch nicht ablehnen. Also schauen wir uns das nochmal eben an hier. Oui, allez. Und tu as raison, mais c'est tout intelligent pour ça.
Oui, les allez. Au tegar raison, ma zé pas enragé. En pli, c'est bon, mon y'a nous gagnant pour nos réveillons sur une autre. Nous prenons chance là. Je verstehe nix. Vous gagnant plus bon, Lady? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez, fait travail. Da unten steht irgendwie. Was ist das für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. In die Soundebene mit Thermal Audio. Da unten. Ach, ist das geil. Ah. Das ist doch da unten, oder nicht? Verlässt die Wahrnehmungsebene. Okay. Ich scanne das Telefon des Netrunners, aber das ist meine, das ist da unten. Okay, wir springen noch mal ein Stück zurück. Ach, da! Da ist ein Schlüssel. Da! Jetzt hat er gescannt. Geschafft. Noch eine Sekunde. Perfekt. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. So, springen wir mal ein zurück. Ja, aber mit Silverhand hat das was zu tun. Okay. Das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Kein Wunder, dass die Entwicklung dieses Spiels so lange gedauert hat und nicht richtig abgeschlossen werden konnte bei diesem aufwendigen Gameplay hier. Das wundert mich wirklich nicht. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Okay. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Hör mal, ich muss los. Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Wir sehen uns, Judy. Gut, ich danke dir, Vi. Gerne, Schlucki. Ach ja, stimmt, du bist ja vom anderen Ufer. Schade eigentlich. Okay. Ruf Mr. Hands-On.
So, okay. Wo? Da ist das Handy. Anruf. Das haben sie gut gemacht mit dem Handy hier, finde ich. Was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, ans hier ranzukommen. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hallo, hier. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. So, geh andere Hinweise, die bis jetzt dich zurückruft. Okay. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Oh, hier sind ja zigtausend Missionen. Ich müsste eigentlich mal eben nach Hause hier. Und hier sind wir. Und mal eben ein paar Teile auch verkaufen. Verkauf von Gegenständen. Zum Kampf in Kabuki. Würde sich natürlich anbieten. Was ist hier noch? Umgebung. Ich glaube, hier ist unser Zuhause, ne? Oh Gott. Mal immer wieder gucken, wo wir hier nach Hause kommen. Da sind wir. Hier sind ja hunderte von Missionen. Ich bin nämlich so schwer. Oder ich versuche mal eben was zu verkaufen hier. Mal eben da. Übergabeort. Abgabe von Gegenständen verfolgen. Das machen wir mal eben. Ich muss unbedingt mal eben ein paar Sachen loswerden. Ich kann mich schon wieder so langsam bewegen hier. Und ich brauche auch unbedingt Geld. Steigen sollst du, Chef? Ja. Ja, wir laufen schon wieder wie eine alte Oma hier. Ich muss dringend Sachen verkaufen. Okay. Am besten immer Waffen, ne? Möglichst welche, die ich nicht mehr brauche. Gut, das kann ich aber auch hier mal eben alleine machen. So spannend ist das nicht mehr. Hier geht es auf jeden Fall das nächste Mal super spannend weiter. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Haut rein, ihr Lieben. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.